Servusle, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde Pray for the Gods mit dem Voucher und mit der Frau Aldele. Ein Boss leuchtet, einer ist noch schwarz da hinten. Leute, wir haben noch zwei Bosse hier. Ich möchte allerdings jetzt nicht nur die Bosse abrennen, sondern ich habe unheimlich Lust, heute nochmal mit euch zusammen auf der Map ein bisschen unterwegs zu sein. Hier gibt es ja allerhand zu entdecken. Wir haben eine komplette Geschichte hier noch frei. Ich nehme an, dass auch die beiden Bosse, die noch fehlen, hier warten. Lasst uns heute nochmal eine Exploration-Runde machen. Schauen, wo finden wir denn den nächsten Boss? Und ein ganz kleines bisschen noch die Stimmung genießen in der Eiskälte hier, in der Einsamkeit, zusammen mit unserer Frau Alderle, die ja doch schon das ein oder andere Mal sich jetzt unter Beweis gestellt hat. Wir gehen raus, dann peilen wir ganz grob die Richtung an, Leute, und dann ziehen wir einfach mal los. Ich müsste allerdings nochmal eben reingucken, wie es wertetechnisch ist. Wir sind ja nach dem Kampf. Ist alles gut, ne, Leute? Es ist alles gut. Wir sollten natürlich nicht vergessen, dass wir jagen müssen. Wir haben keine Pfeile mehr, nur noch hier diese komischen Brandpfeile. Der Bogen ist schon rot. Ich würde den auch tatsächlich jetzt schon mal rausschmeißen. Wir finden nämlich bestimmt einen neuen. Zwei haben wir noch als Ersatz. Lasst uns Pfeile bauen, Leute. Ich muss dafür auf Holz, auf Pfeil. Machen wir uns gleich zweimal Pfeile. Das heißt für uns, wir nehmen auf jeden Fall neues Holz mit. Wir gucken, dass wir jagen, dass wir Fleisch haben fürs Herz. Und dann schauen wir uns einfach mal ganz gemütlich um und genießen die Stimmung, die die Jungs hier programmiert haben. Und die ist wirklich verdammt gut. Das war der Bogen. Den brauchst du nicht wieder einsammeln, sonst bringt das alles nichts. So. Schöne Geschichte. Ich freue mich jetzt voll auf die Runde. Habe ich mir schon vorgenommen die ganze Zeit. Dachte ich so, nach dem Boss auf jeden Fall erstmal ganz gemütlich hier auf der Map rumkratzeln noch ein bisschen. So, 10 Pfeile haben wir. Da müssen wir natürlich bei der Jagd ein bisschen aufpassen, sonst sind die ruckzuck nämlich weg. Ich gucke auch nochmal hier, ob da irgendwas Neues nachgespawnt ist. Nee. Da vorne blinkt. Oh, ich habe vergessen. Ich dachte, da wäre eine Treppe. Tut mir leid. Tut mir leid, Frau Alderle. Schwuppdiwuppdiwupp. Was haben wir denn hier? Pfeile. Sehr schön. Wenn ich das gewusst hätte. Waren die das gewusst hätte, die vielleicht keine gebaut. Ich gehe gleich mal da drüben noch gucken. Ich könnte auch die ganze Zeit nur hier rumkrapseln. Mir gefällt einfach die Stimmung, die Strukturen, die die Jungs hier aufgebaut haben, die man erklimmen kann, finde ich saugut. Haben wir ein Glück, oder? Guck mal, da oben ist was. Ist ein Vogel. Ich will aber großes Fleisch holen. Nee, pass mal auf, Leute. Ich gucke mal auf die Map, in welche Richtung müssen wir denn? Lass mich mal schauen. Das haben wir auch noch nicht ganz entdeckt. Hier ist noch das Rote Kreuz übrigens. Ich glaube, dass wir uns das mal ranholen heute. Ne, das habe ich ja beim letzten Mal sogar übersehen. So, lass mich mal kurz gucken. Kolben brauche ich keinen. Bärskis kann ich mitnehmen. Lasst uns ein paar Bärskis mitnehmen. Ne, es sind gar keine. Was leuchtet hier? Den nehme ich mal mit, einfach weil ich nicht weiß, ob ich sie bald brauche. Schwuppdiwupp, da ist noch irgendwas. Jetzt sind wir am Looten, Leute. Jetzt komme ich wieder nicht vom Looten weg. Ein Bögelchen, ein paar Pfeilchen. Sind davon in der Zielscheibe Pfeile drin, gar? Nehme ich natürlich mit. Hä? Stück! Okay, wenn der einmal... Ah, die setzt sich hin, die will gar nichts von uns. Ich habe gedacht, ich muss die voll wegfighten. Okay, Leute, wir sind offensichtlich pfeiletechnisch voll, aber ich prüfe das. Ja, wir haben nur hier unten den Munitionsslot und das hier wäre der Waffenslot, denke ich mal. Gut, dann lass die liegen. Verbrauch erstmal die, die du hast. La, 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 la. Die lasse ich jetzt auch leben. Da gucke ich jetzt mal rein. Es könnte sein, dass ein Heiltrank drin ist. Nee, aber Seile. Was fehlt uns denn eigentlich zum Aufwerten der Klamotten noch? Guck mal, hier können wir wieder. Bams. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, Leute. Hier, ab hier beginnt für mich eigentlich das Spiel, ne? Ab hier beginnt es eigentlich. So, ich müsste, wenn ich da eigentlich hin will, müsste ich erstmal auf den Landstrich hier rüber hüpfen. Schaffen wir das von hier oder muss ich tatsächlich ganz unten rum? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden. Ich probiere es einfach mal. Zur Not hänge ich mich da vorne am Felsen fest, ne? So, pass auf. So, Stück. Na, sag nicht Stück zu ihr, sonst hat sie vielleicht keinen Bock mehr. Ja, das reicht doch. Das reicht doch. Genau auf dem Sims, wenn wir landen, ist doch alles gut. Yeah. Ist sie nicht einfach zauberhaft? Sie ist eine zauberhafte, finde ich, Leute. Ich höre schon wieder ein Flüstern. Frau Aldele. Frau Aldele. Ich höre es genau, wie er mich ruft, Alter. Ich habe überhaupt keinen Bock jetzt, dass ich hier schon wieder... Wir machen gemütlich heute. Heute gibt es eine gemütliche Runde. Egal, wenn wir einen Boss sehen. Da oben ist ein Stück Holz. Das hole ich uns jetzt. Guck mal, wie die das halt drauf hat. Die bräuchte eigentlich viel mehr Energie, ne? Bin gespannt, wie viele Ritter wir heute wieder sehen.
Vielleicht finden wir irgendwann auch eine Höhle, wo der Wolf wohnt oder sowas. Ha! Geh deinen Weg! Und lass sie in Ruhe. Den sammle ich ein. Ah, die macht ja halt gleich wieder super Schaden hier. Ich erwische die so schlecht. Was haben wir denn da hinten eigentlich? Ach, das ist der versteinerte Wurm, Leute. Der ist jetzt versteinert. Krasse Geschichte. Kletter. Lass mich mal kurz auf die Map gucken. Ja, passt. Hier gehen wir durch. Die Geister mag ich nicht. Ich mag sie echt nicht. Geht einfach weg, Geister. Dieses Flüstern und Raunen hier ist schon ein Träumle. So, hier könnten jetzt jeden Moment wieder diese... Guck mal, eine alte Wall. Da ist eine alte Wall. Da musst du aufpassen, das sind bestimmt die Kriegertypen hier irgendwo. Ist da ein Grab? Nee, ich dachte gerade. Ein Schwein! Das hätte ich gerne. Schweinefleisch macht mich auch immer ganz... Du hast die falschen Pfeile eingeladen. Junge, Junge, es war ein Brandpfeil. Oder ein Explosiver. Ein Explosiver. Ungeziefer Explosiver. So, gehen wir gucken, ob wir was aufwerten können. Hier fehlen uns noch zwei Federn, drei Seile, drei Seile, drei Seile oder vier Seile gar. Sehr schön. Und wir haben hier Schweinefleischchen. Zwei Stück kann man übereinander stapeln. Sehr gut. Ja, aber wechsel mal die Pfeile. Ich weiß nicht, ob wir... Jetzt sind sie eh weg. Jetzt haben wir sie eh verbraucht. Was ist denn das da oben? Nimm aber immer dein Schwert in die Hand. Mit dem bin ich ein bisschen fitter. Ich gehe gleich gucken, da hat es noch geleuchtet. Können wir nicht mehr nehmen. Wir sind offensichtlich voll mit Waffen. Ausdauerwässerle war das, gell? Pfeile. Und? Aber keine Seile. Ja, Schwerter, muss ich kurz gucken, Leute. Hier ist wieder ein Seil. Wir haben hier ein Schwert. Was habe ich denn für Schwerter? Ist eins dabei, das schon bald raus kann? Oh, das hier hat eine ziemliche... Nee, hat es nicht. Das hat eine super Haltbarkeit. Ich würde sagen, ich opfer die Axt hier. Ja? Wir opfern die Axt und nehmen lieber das Schwert mit. So. Bin ich schon zufrieden. Bin ich schon zufrieden. Weiter geht's, obwohl man hier ab und zu auch mal runter gucken müsste, ob noch was ist, ne? Und weiter geht's. Da hinten sehe ich Holz. Das hole ich mir. Da ist auch eine alte Wehr. Vielleicht sollte ich da mal hochgucken. Habt ihr es auch knurren gehört? Möglicherweise noch ein Schwein irgendwo? Hallo? Schwein, wenn du hier irgendwo bist, zeig dich besser gleich, weil wir fackeln da nicht lange rum. Oh, guck mal, hier ist jetzt eine ganz andere... Also es ist natürlich trotzdem Eis, aber eine ganz andere Biomsgeschichte irgendwie, ne? Ich habe ja das Gefühl, dass wir auf irgendwas treffen gleich. Seil. Und wir wissen eins, mit Seilen kannst du deine Klamotten verweilen. Komm, ein Seil noch. Das war mir klar. Ich probiere es jetzt zu bekämpfen. Machen wir einfach mal. Gleich nochmal nachfassen. Okay, Schwert ist kaputt. Da gab es auch eine Möglichkeit, dass ich das schneller wechsle, ne? So, und gleich wieder rumdrehen. Hä! Den hast du schon mal. Nicht looten, erst später looten. Wenn die Moves alle durch sind. Den hast du auch. Sehr schön. Hat sie gut gekämpft. Bärskies. Und diese Metallsplitter. Jetzt haben wir uns aber auch verdient, dass wir hier die Kiste aufmachen, ne? Da ist bestimmt noch mehr hier oben. Okay, so ein komisches Wasser. Da hinten blinkt's noch. Wir riskieren einen Blick. Eine Nuss! Da ist ein nächstes Seil, Leute. Das bedeutet, wir können aufsteppen. Noch ein Seil. Oh, da waren sogar zwei Seile. Ich guck mal, was nehmen wir als nächstes? Hier kriegen wir eine Aufwertung von 4 auf 6 Rüstung und auf Kälteschutz um 2. Hier natürlich auch um 2. Dann haben wir hier 3 auf 5 auf 5. Puh, da weißt du gar nicht, was du nehmen sollst, ne? Ich würde sagen, die Boots. Einfach schon vom Gefühl her. 2 Sterne Boots haben wir jetzt. 2 Sterne Boots. So, Leute. Jetzt gucke ich mal eben auf die Map.
Da oben ist das Kreuz in die Richtung. Also zum Kreuz will ich heute auf jeden Fall kommen. Schon allein, um zu schauen, was da auf uns wartet, ne? So, sie ist eigentlich noch ganz fit soweit. Oh, da oben, da ist so eine Skulptur, Leute. Ich nehme mal an, dass wir uns zu dieser aufmachen gerade. Ich gucke immer wieder mal aufs Mäpple. Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Boah, hier sieht es aber auch krass aus. Guck mal vor uns. So düster. Und da vorne ist eine Grillstelle. Eisschollen. Eisschollimolli. Nicht reinfliegen, du frierst sonst. Puh, knappe Geschichte. Und denk dran, hier bist du nie allein auf der Map. So. Da vorne ist wieder so ein Totempfahl. Hier haben wir das Lagerfeuer. Das entzünde ich jetzt aber noch nicht, weil es geht noch mit dem Essen und Trinken. Ein bisschen müssen wir natürlich schon drauf achten, aber da kommt bestimmt auch noch eine Höhle. Und dann würde ich lieber in der Höhle was backen. Müssen wir jetzt aufpassen. Es ist mit Wasser durchzogen, die Geschichte hier, ne? Oh, guck mal die Figur an, Leute. Hier. Da ist auch was, wo man rein kann, glaube ich. Wir laufen mal hin. Hier ist irgendwas. Eine Gazelle. Jetzt pass mal auf, ich muss die jetzt irgendwie kriegen. Ich probiere es mal mit dem Bogen. Die wird ja jetzt hoffentlich gleich nochmal irgendwo auftauchen. Oh! Fetter Brocken Fleisch. Nur für uns. Okay. Kletter mal da hoch. Ne, das muss dann runterfahren. Aber was sagt das hier aus? Ah! Opfergaben. Ich nehme an, du musst hier wahrscheinlich Fleisch reinmachen, oder? Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, was für ein Riesenteil an Fleisch. Wenn ich das jetzt hier fallen lasse? Ne, ich glaube nicht, oder? Wie viele Fleischstücke sind es denn? 1, 2, 3. Es wären 4 Fleischstücke, ich habe aber nur 2, ne? Also wir werden es jetzt gar nicht rausfinden. Anzünden kannst du es nicht. Es sieht aus, als ob du hier irgendwem ein Opfer darbringen musst. Und durch das ein Fleischstück drin lag, nehme ich an, dass es das ist, ne? Wir können ja mal gucken, falls wir an 4 Fleischstücke kommen, würde ich es probieren. Wenn du große brauchst, das sind halt so Sachen, wo ich jetzt nicht weiß, ne? Merken wir uns mal die Stelle. Oder ist es gar das X? Ne, das X kommt tatsächlich erst noch hier oben. Diese Höhle, die vor uns liegt, hier oben im Maul oder in den Rippen des Eisviehs. Okay, das sind wir jetzt auch voll damit. Kein Platz, ist okay. Ist natürlich die Frage, wollen die, dass ich da reinspringe? Gibt es einen Ankerpunkt hier? Jo, servus. Steht das so seit? Nimm dein Schwert. Ich glaube, mit dem Schwert sind wir besser unterwegs. Da ist ein Bogenschütze. Ne, der eine hat aber ein weißes Gesicht. Das scheint mir ein besonderer zu sein. Den hast du. Ausweichen. Und hin. Der hat uns getroffen. Okay, jetzt einfach noch einen Move, dann hast du die. Geil, wie sie abgeht heute. So, Leute. Alles voll. Wir sind komplett voll mit Zeug. Dich würde ich ja gerne erwischen. Habe ich dich erwischt? Jetzt müssen wir uns dann doch langsam wieder aufbauen. Ich guck mal, ob noch irgendwas da ist, was wir brauchen können. So, Drop der Pfeile. Die haben doch gar keinen Bogen dabei gehabt. Bären können wir nicht. Da oben ist noch was weggeflogen. So, lass mich mal ganz kurz was checken. Das sind die Dinger, die wir hier sammeln. Das ist soweit klar. Wir könnten jetzt hier ein Schläfchen machen. Wichtiger wäre aber, dass er bald was zum Essen kriegt. Wie kommen wir denn hier rein? Kommen wir hier überhaupt rein? Oder meinen die mit dem X vielleicht gar nicht den Eingang, sondern einfach, dass wir da hoch müssen irgendwie? Weil ich glaube, auf Eis kannst du nicht klettern, ne? Ich probier's mal. Ja, Eis geht nicht klettern. Eis geht's nicht zu klettern. Und hier drüben sehe ich aber auch keine Ankerpunkte irgendwie, ne? Mal, kannst du ja mal probieren. Ich denke, wir müssen außen rumlaufen. Werden wir gleich sehen. Vielleicht kommt, da ist auch ein Pfad da oben. Ich sehe schon was. Aber Augen auf.
Kannst du dich hier ranziehen an das Ding? Nee. Irgendwo wird es hier reingehen, schätze ich mal, Leute. Wo? Ich laufe mal außen rum. Jagd. Die Jagd ist eröffnet. Bogen raus. Ein Hirsch hätte ich gern. Okay, der hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich da bin. Oh, hier wird es richtig wüstes Wetter. Das hier ist der andere Hirsch. Willst du wirklich zwei auf einen Schlag? Treffer war es, ne? Oh, Leute, was ist denn das jetzt hier für ein Licht? Auf einmal wird es dunkel und kritisch. Jetzt habe ich ver... Oh, das war gut. Da kommt der Hirsch. Du musst hinterher. Boah, hier ist voll schwer zu laufen gerade. Wo ist der? Da ist noch so ein Geist irgendwo. Der, ah, jetzt ist er durch mich durchgefahren. Scheiße. Kommt er nochmal rum? Boah, Leute, ist das gerade eine Stimmung, oder? Ah, daneben, aber voll Rohr. Stopp, da ist der andere. Treffer war's, ne? Der Pfeil steckt sogar noch drin. Okay, die brauchen jetzt jeweils nur noch einen Pfeil, dann hätten wir die. Doch nicht. Ah, da ist wieder der blöde Geist. Geh einfach weg, Alter. Ich hole uns den Hirsch, Leute. Wir brauchen halt auf jeden Fall Fleisch zum Aufbauen. Wo ist denn der jetzt? Oh, der hat dich gewickelt, hä? Jetzt habe ich ihn erwischt. Definitiv. Ah, fuck, der Geist, Alter. Bogen raus. Da ist er. Ich hab ihn. Jetzt müssten wir eigentlich zurück zum Einsammeln. Ich hoffe, ich finde es nochmal. Ist. Hier, Leute. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Hier ist voll. Ich gönne uns mal das da. So, wir gucken noch mal ganz kurz. Das X ist hier. Ja, beim nächsten Ding werden wir irgendwo einkehren müssen. Consume food to improve rate of stamina. Also sie sagt uns ja gerade, dass wir ziemlich hungrig sind, nehme ich mal an, ne? Aber hier, wenn ich hier ein Feuer aufmache, das kriegen wir nie was gekocht in der Zeit. Ich hoffe jetzt mal, dass wir noch genug Energie haben, uns irgendwo zu verschanzen gleich. Lass uns mal hier weiter reinlaufen. Ich bin froh, dass wir das Fleisch erwischt haben. Boah, mit euch habe ich gar nicht gerechnet. Die Frage ist, hier lang oder hinten durch die Schlucht? Ich glaube, wir gehen durch die Schlucht, Leute. Ja, die sind jetzt hinter uns her. Wir haben auch nicht wirklich viel Ausdauer gerade. Kampfmusik ertönt. Jetzt irgendwie ist blöd, ne? Ich renne jetzt einfach mal weg. So. Hier waren wir vorhin schon, glaube ich. Mist, Mist, Mist. Eine Höhle wäre jetzt eine Geschichte gewesen. Sollen wir probieren, über die Schollen zu kommen? Nebenan. Vielleicht kann man in der Mitte hoch. Ich probier's mal. Flieg bloß nicht rein. Ne, hier ist keine Chance. Und ich sehe auch keins von den Teilen, um mich ranzuziehen. Ah, ein kleines Rätsel. Das kriegen wir aber auch noch irgendwie gelöst, oder? So, Leute, jetzt wird's blöd. Hier ist das Eis etwas brüchiger, glaube ich. Ja, ein bisschen Wasser war da, aber... Hat sie gut gemacht. So, pass auf, hier kommen bestimmt gleich wieder Feinde. Wir gucken mal da oben. Da sind sie schon, siehst du? Gerade habe ich es gespürt. Lass das Holz liegen, brauchst du nicht? Eine Höhle wäre cool. Ich glaube, hier können wir hochklettern, oder? Ja.
Ich hoffe, dass die keinen Bogen haben. Na, kletter, kletter, kletter. Die letzten Energieklümpeln. Wow, gerade noch. Ist das da drüben unsere Festung? Tatsächlich. Hier sieht es aus, als würde ein Weg hochgehen, gell? Hier ist es auch etwas stiller. Ja, das ist gerade da drüben unsere Festung. Geile Geschichte. Ich guck mal eben auf die Map, wo wir sind. Aha, da sind wir, da wo wir jetzt sind, da werden wir wahrscheinlich nicht lange sein. Ich gehe mal hier gucken, ob sie hier überhaupt rumkommt. Um diesen Felsen. Also das ist jetzt eher ein untypischer Weg, denke ich mal. Aber sie klettert noch. Sie ist noch am Leben. Soll ich hier mal probieren, ein Feuer aufzusetzen, Leute? Dass wir uns mal so ein Fleisch probieren. Einfach mal hier mitten in der Wildnis. Pass mal auf, ich nehme so ein Stück Holz. Sag Feuer. So, und dann gehe ich hier. Ne, macht's ja nichts, ne? Ich kann es hier nicht grillen offensichtlich, aber es kann auch natürlich sein, dass ich schon wieder keine Ahnung habe, wie ich das angehen muss hier. Ist, glaube ich, nur zum Wärmen des Feuers. Kann das sein? Ich kann hier nichts machen. Schlafen könnte ich noch, jetzt ist es aus. Okay, pass auf, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir hier wegkommen. Einmal ums Gebirge rum. Hier wieder hoch. Okay, schön, ich mag das, wenn du die Welt frei erkunden kannst. Anfangs hatte ich tatsächlich die Befürchtung, dass es vielleicht gar nicht geht hier, dass man wirklich nur Boss für Boss, aber die Welt ist schon ziemlich groß, ne? Um da alles zu entdecken, bist du auch eine Weile unterwegs. Guck mal, Leute, ich glaube, wir haben tatsächlich einen Weg eingeschlagen, der unüblich ist, aber sehr interessant. Wie gesagt, am Eis kommen wir leider nicht weiter. Ja, hier ist dann mehr oder weniger eigentlich auch gar keine Welt mehr. Hier gibt es auch kein Loot und nichts, ne? Ob wieso leuchtet das so schön? Ist einfach nur Eis, ne? Und hier komme ich leider nicht hoch. Pass auf, da hört sie dann gleich auf, ne? Da ist nichts. Und da muss ich jetzt hier außen rum und das war eigentlich ein Fehler, denke ich. Man kommt bestimmt außen rum, das haben sie bestimmt einbedacht, dass hier mal einer rumkrabbelt. Aber so üblich war es, glaube ich, nicht. Jetzt laufen wir da außen rum komplett. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles dadurch. Ansonsten geht es beim nächsten Mal einfach dann locker hier an der Stelle weiter. Okay. Aber trotz allem hat es ja hier Wettereffekte und alles, ne? Also da können wir uns nicht beschweren. Hier kletter ich jetzt hoch, Leute. Wenn wir das schaffen würden, wäre es super. Mal gucken, ob die Energie reicht bis hoch, ne? Ja, das schaffst du. Bisschen Leben haben wir noch. Wir brauchen nur eine Grillstelle. An dem Moment, wo wir die gefunden haben, können wir uns wieder einmal komplett aufbauen. Ist das cool? Mittendrin irgendwo auf der Welt krabbelst du da rum. Da vorne sehe ich doch jetzt auch schon die Hand von dem einen Figürle, oder? Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht können wir von da oben irgendwie runterkleiden an die Stelle, wo wir hin müssen. Schauen wir uns gleich mal an. Da kommen auch schon wieder Bäume. Also passt schon alles, ne? Sehr gut. Spatzel, ich glaube, du bist ganz oben angekommen. Da drüben ist was, glaube ich. Ja, wenn ich in die Richtung gucke, sind wir nämlich auch fast am Kreuz. Also das ist unser Ziel tatsächlich. Hier, wo ich jetzt bin, bin ich praktisch falsch. Da unten ist aber ein Weg möglicherweise. Da sieht man auch den Arm von der Figur. Ja, Leute, wir sind gar nicht schlecht. Irgendwo hier geht weiter, geht's weiter. Frage ist nur, wo? Nachdem jetzt da die Feinde rauskommen, renne ich mal. Boah, na, noch ein Bogi. War noch so ein Arschbogi. Hast du gesehen, wie ich jetzt hier den Schutz des Eises für mich nutze? Weg. Den haben wir schon mal. Und der Bogentyp, der müsste ja eigentlich auch noch irgendwo stehen, ne? Sehen nicht. Gut, weiter geht's. Hier jetzt runter wäre, glaube ich, falsch. Ich gucke nochmal auf der Map. Hinter uns. Also hier oben irgendwo. Ich nehme an, dass wir hier ums Eck rum müssen. Ich laufe nochmal hin. Der kam doch bestimmt nicht alleine hier, der Typ, oder? Mach ein Feuer. Ja, ist klar. Jetzt wollen sie, jetzt verlangen sie uns alles ab. Ich denke auch, weil wir weit oben sind gerade. Hier ist doch jetzt aber eher Eis, oder? Wenn du hier runterfliegst, ist vorbei.
Nee, Leute, hier komme ich nicht rum. Ich muss irgendwo ein Feuer auch gleich machen. Vielleicht muss ich von dem Berg auch darüber gleiten. Das kann... Oh, oh. Ich probiere mal, ob ich da hinten im Eck sicher bin. Gab es gerade nämlich Schaden. Aber wie soll ich denn jetzt hier mit dem einen Feuerle, das wir da machen können? Das hilft doch im Leben nicht, oder? Ja, sie heilt. Das ist aber echt blöd. Pass mal auf, ich versuch mal. Wir schlafen jetzt hier tatsächlich, Leute. Am Feuer, ne? Haben wir jetzt im Prinzip gepennt. Wir sind ausgeruht. Das Einzige, was sie jetzt wirklich hat, ist Hunger. Da haue ich uns mal ein paar Beeren rein. Weil rohes Fleisch jetzt verbraten, ich weiß nicht. Es ist halt minimal, was das bringt, aber ich konnte es nicht abkochen, ne? Trotz allem, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir es ein bisschen irgendwie füttern. Ums Leben kümmere ich mich später. Okay, also noch einmal zum Kreuz. Ich kann nicht weiter hinscrollen, leider. Das Kreuz ist im Prinzip hier. Ja, hier ist das Kreuz, hier oben. Und da wir außenrum nicht kommen... Und ich weiß nicht, ob ich untenrum eine Höhle finde, gehe ich jetzt auf den Berg hoch und schaue mal, ob ich von da irgendwas sehe. So zum Abschluss von heute. Und dann würde ich hier einfach ausloggen, speichern und wir machen beim nächsten Mal ganz locker hier weiter, ne? Oh, wir sind fast auf der Höhe von diesem Licht. Leute. Naja, fast ist übertrieben. Ich nehme an, dass da drüben irgendwo ein Eingang sein wird. Ich muss mal hier hoch. Probieren wir mal geschwind. Irgendwo geht es hier bestimmt rein, ich wette. Okay, die letzten Energiereserven. Ich habe sie schon wieder ausgepowert. Hier ist es sehr kalt. Ich sehe es gerade richtig, ne? Die kriegt da ziemlich schnell... Das kann sein, dass wir hier auch mal plötzlich irgendwann umkippen und tot sind. Wir sind ganz oben, glaube ich. Leute, ich weiß nicht, wie man darüber kommen soll. Hier könnte eventuell auch was sein. Ein Höhleneingang, weißt du, habe ich gehofft. Nee, hier ist auch nichts. Vielleicht hätte man doch von unten übers Wasser hin müssen oder so, ne? Das überleben wir nicht. Aber egal, dann haben wir zumindest den Landstrich schon mal entdeckt. Und beim nächsten Mal machen wir es besser. Die wird jetzt auch hier... Kommst du zu dem Spalt, dann kannst du vielleicht hier kurz Energie holen. Ja, hat geklappt. Wobei, ich frage mich gerade, wenn hier so ein Spalt ist, der ist doch bestimmt nicht umsonst hier, oder? Guck mal, hier kannst du direkt hochlaufen. Das ist doch irgendwas. Komm, geh da mal ganz hoch, dass wir es einmal gesehen haben. Okay. Was soll mir das sagen? Nix, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Ich habe jetzt aber eine Idee. Da ist die Figur. Ich gleite mal darüber. Boah, so weit kommen wir gar nicht, wie es bräuchte. Schaffst du das bis dahin? Ja, jetzt rutschen wir hier ab. Jetzt bin ich doch genau da, wo wir die Karte, dieses Kreuz angezeigt bekommen haben, ne? Da war das Feuer vorhin. Ich laufe jetzt hier runter. Leute, an der Stelle werde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht weiterkommen. Okay, wo bist du denn jetzt? Ah, die stirbt mir jetzt hier. Ich glaube, hier in der Spalte hast du auch verloren jetzt. Da ist vorbei. Da kommst du gar nicht mehr raus, ne? Das könnte man fast denen mitteilen, dass sie hier... Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Okay, Leute, das wird jetzt elend. Ich würde sagen, beim nächsten Mal tun wir uns nochmal Folgendes. Beim nächsten Mal gehen wir nochmal hier hin und versuchen so hinten rum einen Weg zu ziehen, ne? Hier werden wir jetzt nicht rauskommen, ich sehe es gerade. Gut, ich dachte, dass da unten vielleicht ein geheimer Eingang ist oder sowas. Ich kann weder klettern, komme jetzt hier nicht raus. Es sei denn, ich versuche hier irgendwie in dieser Spalte entlang zu hüpfen. Nee, chancenlos. Alles klar. Also, kleine Exploration-Runde ist zu Ende. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal gleich am Anfang einen Boss, wenn wir in die andere Richtung gehen. Das Kreuz ist immer noch ein Geheimnis, aber das werden wir auch noch lüften, denke ich. War auf jeden Fall eine spannende Runde hier wieder in dieser Welt. Ich freue mich schon auf die nächste, Leute. Müsst ihr am Uploadplan schauen, wann ich sie einstelle. Die kommen momentan ja eher sporadisch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Woche. Bis dann.